Bislang haben wir immer in der Standardansicht gearbeitet. Wenn wir nun die Sache drucken wollen, so lohnt sich ein Blick auf die Seitenlayout-Ansicht. Hier siehst du, wie es so aufgeht. Nicht allzu schlecht. Wir können es sogar noch etwas luftiger machen. Diese Gitternetzlinien, die kannst du auch ausblenden unter Seitenlayout. Die sind übrigens nur zur Orientierung da, die werden sowieso nicht gedruckt. Aber um jetzt zu sehen, wie das dann im Druck ausschaut, ist es vielleicht praktischer so. Und vielleicht können wir jetzt auch die Seitenränder noch etwas anpassen, damit es ausgeglichener ist. Das machen wir über Seitenränder. Hier könntest du schon Voreinstellungen benutzen, aber über benutzerdefinierte Seitenränder können wir beispielsweise den linken Rand etwas erhöhen, speziell dann, wenn das Blatt anschließend noch gelocht werden soll. Und jetzt wirkt es doch etwas eleganter. Allenfalls könnte man auch den oberen Blattrand noch etwas großzügiger. Macht es Sinn, wenn man den Druckbereich festlegt, damit nicht einzelne Zeilen dann auf einer neuen Seite festgelegt werden. Das kannst du hier, Druckbereich, festlegen. Und so wird garantiert, dass eben nur dieser ausgewählte Bereich gedruckt wird und allfällige weitere Zellen, die auf einem nächsten Blatt liegen, ignoriert werden. Und jetzt gehen wir auf Datei drucken. Über Details einblenden kannst du noch weitere Einstellungen vornehmen. Wichtig ist, manchmal will man nur gerade das ausgewählte Blatt gedruckt haben. Das ist die Standardeinstellung. Manchmal aber auch alle Blätter in einer Datei. Das kannst du hier noch auswählen. Und ich bevorzuge normalerweise zuerst einmal die Ansicht in der Vorschau, bevor ich wirklich drucke. Und hier hast du einen guten Überblick, wie es dann am Schluss ausschaut. Und von hier aus kannst du es immer noch speichern als PDF, wenn du das willst, oder bei Bedarf dann trotzdem drucken. Sichern, und das soll nun ein PDF sein auf dem Schreibtisch. Ja, nun sind wir fertig und zu guter Letzt speichern wir natürlich auch nochmals unsere Excel-Datei, Befehl S oder Datei speichern.